Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 10. Januar 2018? Wenn wir die Abendhimmel betrachten in Nordhalbkugel, entdecken wir ein Sternbild südwestlich und das ist der Walfisch. Dieser Walfisch ist weder Wal noch Fisch, sondern das ist ein Fabelwesen in die Mythologie. Die Geschichte dazu ist, es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diesem Sternbild Cassiopeia ist ganz leicht zum Finden im Himmel, weil das ist ein W, ein Doppel-W und das ist ein markantes Sternbild in die Nähe von großen Wagen oder großer W, also gerade dort im Bereich, wo die Polarstern befindet. Und das ist Cassiopeia. Nun, Cassiopeia war eine Königin und Cassiopeia hat eine wunderschöne Tochter gehabt, Andromeda. Das ist auch ein Sternbild im Himmel, die Andromeda-Nebel. Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon, was nichts anderes ist als der Planet Neptun. Und Poseidon schickte diese Walfisch im Königreich, die Königin zu bestrafen. Und das ist diesem Sternbild, dieser Walfisch, was gerade im südwestlich sichtbar ist im Himmel. Dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer, bestrafte nicht die Königin, sondern nahm die Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen, bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Das ist die Geschichte dazu. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, hat immer noch einen Einfluss von Deneb und Deneb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan und bildet sich eine Brücke zwischen Altair und Vega und das ist diese berühmte chinesische Liebesgeschichte, macht eine Brücke aus Schwanen. Und dieser Deneb beeinflusst, bestrahlt unsere Sonne und wirkt noch für unseren heutigen Tag. Die chinesischen Astrologen nennen die Sonne als Himmelskaiser und sie sagen, dass der Himmelskaiser bewegt sich im Palast des Nordens und die nennen das als schwarze Schildkröte. Gegenüber im Palast des Südens, was die Chinesen als rote Vogel nennen, bewegt sich unserem Planet Erde, weil unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Unserem Planet Erde wird auch bestrahlt von zwei Sternen und es ist nichts anderes als Pollux und Castor, die zwei Hauptsterne in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das sind die Zwillingsbrüder. Da gibt es auch eine schöne Geschichte. Die Mutter ist Leda. Castor hat einen Vater und menschlichen Abstammung. Das ist nichts anderes als der König von Sparta. Und Pollux hat einen göttlichen Vater und das ist nichts anderes als Zeus. Aber die beiden Zwillinge sind unzertrennlich. Der eine ist sterblich, das ist Castor und die göttlichen Zwillingsbruder Pollux ist unsterblich, aber bittet sein Vater Zeus um die Sterblichkeit, damit er bei seinem Zwillingsbruder bleiben kann und Zeus setzte beiden im Himmel, das ist die Tierkreiszeichen Zwillinge und wirken aber in diesem Bereich Krebs, wo gerade unserem Planet Erde bewegt. Weil diese Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen miteinander, also nicht wundern, da gibt es keine exakte Abgrenzung.
Mond hat eine abnehmende Mondphase und Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Mond hat auch einen Einfluss von Kambalia. Und diese Kambalia ist die Geheimnisse, Geheimnisse des Lebens. Man sagt auch der Geist. Diese Geistige wirkt auch im Bereich, wo wir spirituelle, religiöse Erfahrungen machen. Mond bewegt sich ziemlich schnell im Vergleich zu den Planeten und erreicht das Kreuz des Südens. Dieser Kreuz des Südens ist ein Sternbild und es ist im Südhalbkugel sichtbar und dient zum Orientierung, weil hier befindet sich die Südpol. Im Nordhalbkugel gibt's auch ein Stern zum Orientieren und das ist die Nordpol im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Aber jetzt sprechen wir über diese Südpol, das Kreuz des Südens und diese Richtung bewegt sich die Mond, verlässt Kambalia und nähert sich zum Kreuz des Südens. Und Mond übernimmt diese Energie von den Sternen und vermittelt uns weiter. Hier gibt's um religiösen Themen und um spirituellen Themen. Und die chinesischen Astrologen nennen den Mond als die Himmelskaiserin und sie sagen, dass die Himmelskaiserin bewegt sich gerade im Palast des Ostens, was die chinesischen Astrologen als blaue Drache nennen. Und das sind die Einflüsse von den Fixsternen. Und jetzt schauen wir die Planeten an, weil die sind die beweglichen Sterne und sie befindet sich in unserem Sonnensystem und haben natürlich auch einen Einfluss auf unserem Leben, Einfluss auf unserem Tag. Ich beginne mit dem Tierkreiszeichen Steinbock, weil bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Steinbock im Osthorizont auf, gegenüber geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Krebs. Die Steinbock-Geborenen haben einen guten Mondeinfluss. Heute steht Sonne und Mond in Harmonie, was wir auch spüren, weil das ist das innere Gleichgewicht, das ist die männliche und weibliche Kraft. Und auch das Bewusste und Unbewusste, auch das Denken und Fühlen. Und das steht im Harmonie, steht gerade im Gleichgewicht. Wichtige Thema sind bei Steinbock-Geborenen die Liebe, Partnerschaft. Und da kommt Klarheit. Und jetzt werden die Gefühle genau wahrgenommen. Von vielen Themen werden die Steinbock-Geborenen Abschied nehmen, all das, was die stört, besonders bei der Selbstentwicklung, aber auch im Bereich Partnerschaft, auch im Bereich Liebe, das sind die wichtigen Themen. Die Steinbock-Geborenen haben eine gewisse Angst, Zweifel oder Einschränkungen bei größeren Veränderungen oder bei einem Neuanfang. Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt gerade, einen Neubeginn zu starten, sondern eher das noch vorbereiten und abwarten für den richtigen Moment. Sonne und Uranus stehen in Spannung und Uranus wirkt aus dem Tierkreiszeichen wieder und wieder ist das Symbol für Neubeginn. Und da sind bei den Steinbock-Geborenen gerade Einschränkungen, das wäre nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kommt etwas im Fluss. Und wichtig ist die Selbstdarstellung und sie haben ein großes Bedürfnis, ernst genommen werden, Respekt zu bekommen. Sie möchten auch etwas von sich selbst geben, auch ihre eigenen Meinung vertreten oder ihren eigenen Ideen umsetzen, damit es auch im Fluss kommt, in Form kommt. Und dafür werden die Wassermann-Geborenen Anerkennung bekommen und auch Lob bekommen. Wichtig ist, dass sie daran auch glauben, die Selbstbewusstsein. Und die Selbstwertgefühl, das ist gerade wichtig, weil daran liegt die ganze Geheimnis, da das zum Erfolg zu bringen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten in die Liebe, Partnerschaft,
kommt etwas in Form. Sie fühlen sich zwar etwas erschöpft, müde, brauchen viel Ruhe und da spüren sie aber die inneren Kraft und dann kommen auch die tolle Ideen und das ist die Bedürfnis, die Wassermanngeborenen, diese Ideen auch umsetzen in Realität. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind auch wichtige Themen, nach wie vor noch die Werte, Wertschätzung, die Gewinn, die Finanzen im Fluss zu bringen. Und wenn die Vertrauen haben, dann kommt auch im Fluss und die Fischengeborenen haben gerade Gewinnchancen. In die Liebepartnerschaft kommt auch Stabilität. Sie haben auch Kraft und Mut, etwas zu bewältigen, etwas in Bewegung setzen. Wo noch Einschränkungen haben, das sind die Gespräche. Entweder hört niemand zu oder sie können nicht überzeugen die anderen oder kommt eine unangenehme Nachricht oder kommt gar keine Nachricht und dann fühlen sich die Fischengeborenen etwas enttäuscht, aber das nähert sich schon, das verbessert sich, also es ist etwas unterwegs, auch wenn das nicht heute ist, aber ändert sich die Themagespräche, verbessert sich das bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Finanzen. Und sie sind gerade dabei, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Da ändert sich auch einiges. Die Widdergeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie haben auch Kraft und Mut, etwas zu bewältigen. Aber die Sonneneinfluss hindert gerade die Neuanfang. Also da sind momentan Einschränkungen da und abwarten bei einem Neubeginn, weil die Energie ist nicht gerade günstig, etwas Neues zu starten momentan, sondern etwas vorbereiten, noch um die Finanzen achten, die Finanzen in Ordnung zu bringen, auch die Werten, das Selbstwertgefühl und erst in den kommenden Tagen dann etwas in Bewegung setzen. Momentan sind die Einschränkungen da. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, wo sie etwas bewegen können. Das ist die vertraute Umgebung, weil dort kommt Aktivitäten oder kommt eine Einladung, ein Fest, auch Verbindungen mit Verwandtschaft. Es ist einiges im vertrauten Umgebung, in Bewegung. Es kann sein, dass auch zu viel wird und die Stiergeborenen brauchen die Ruhe und diesen Rückzug. Aber nicht nur zurückziehen, sondern auch diese Termine, diese Einladungen wahrnehmen, weil das hilft bei den Stiergeborenen. Und es ist wichtig, auch anderen zuzugehen und die Kontakte suchen, die Gespräche, diese Einladungen auch wahrnehmen, weil das kann helfen bei den Stiergeborenen. Sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, das heißt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, nicht zu bequem, aber auch nicht zu stressig machen den Tag, sondern auf dem Gleichgewicht achten, die Ruhe bewahren, aber nicht zu bequem sein, sondern auch diese Einladungen, diese Termine auch wahrnehmen und so kommen die Stiergeborenen im Gleichgewicht und bekommen auch Unterstützung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wird die nächste Zeit die häuslichen Bereich wichtig sein, entweder weil sie ziehen sich zurück und brauchen die Ruhe, kann auch bedeuten, dass sie verändern etwas in die Wohnung, kann auch ein Umzug sein. Also sie kümmern um den Privatbereich, um die wohnlichen Situation und da kommen die Veränderungen. Nach wie vor gilt, dass es wichtig, die Gespräche führen, auf anderen zuzugehen, die Kontakt pflegen oder zuhören, was anderen sagen oder diese Kontakte aufbauen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen spiegelt etwas das Leben. Und das sind die Liebe-Partnerschaft. Und weil das ein Spiegel ist, sollen die Krebsgeborenen in diesem Spiegel schauen, wo stehen gerade, was die Liebe betrifft, die Partnerschaft betrifft. Und nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen, ein Kompliment machen, Gefühle zeigen, aber immer darauf achten, es darf nicht einseitig sein,
weil das ist ein Geben und Nehmen, muss auch etwas zurückkommen, aber die erste Schritt machen gerade die Krebsgeborenen. Nicht nur die liebe Partnerschaft ist wichtig, sondern sie möchten etwas verbessern in beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Löwengeboren erleben etwas Wunderbares und das sind die karmische Erfahrungen. Es ist nicht nur heute, sondern es ist schon ein Prozess. Momentan bei den Löwengeborenen. Auch wenn zu Zeit unsicher fühlen und haben das Gefühl, oh, das geht nichts voran. Oder sie zweifeln an etwas. Das kommt auch im Vorn und in die kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung. Thema Nummer 1 ist die Liebe, Partnerschaft. Aber kommen auch Einflüsse von außen. Unerwartete Ereignisse, das unterstützt die Löwengeborenen und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen wird in die nächste Zeit auch ein wichtiges Thema sein, die Liebe Partnerschaft, weil sie wollen das in Ordnung bringen und sie brauchen die Sicherheit und die Stabilität und heute fühlt es auch sehr gut an. Die Gespräche werden in die nächste Zeit auch besser sein. Momentan sind da noch Einschränkungen, aber Geduld, weil das verbessert sich auch. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen stehen in einer Wandlung und wichtig ist, wenn etwas Unerwartetes kommt und es löst etwas aus bei den Wagengeborenen, weil das Veränderungen hervorruft, nicht davon laufen, sondern das auch annehmen und mutig zu sein und diesen ersten Schritt wagen. Heute kommt auch etwas im Fluss und die Wagengeborenen haben auch Gewinnchancen momentan. Was noch wichtig sein kann, die Auslandkontakte, entweder eine Reise oder ein Besuch von Ausland oder Kontakte im Ausland, kann auch eine Fremdsprache sein. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben Kraft, etwas bewältigen und sie haben auch das Gefühl, es läuft auch voran. Es gibt Momente, dass vielleicht zu viel ist. Und da brauchen die Skorpiongeborenen auch ein gewisser Rückzug oder Ruhe. Aber das bewegt sich alles nach vorwärts. Und in die liebe Partnerschaft kommt auch Bestätigung, kommt mehr Klarheit, kommt auch mehr Stabilität. Aber diese Kraft wirkt nicht nur in die Liebe, sondern wirkt auch in beruflichen Situationen. Hier gilt auch, dass in die nächste Zeit eine Reise eine Bedeutung hat, Kontakte im Ausland oder ein Besuch von Ausland. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Sie werden auch wahrgenommen und sie werden in die nächste Zeit, vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit Chancen bekommen, beruflich etwas verändern, beruflich etwas verbessern oder bei vielen Schützengeborenen ist ein Neubeginn zur Selbstständigkeit. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist allgemein. Besteht aber immer die Möglichkeit, das Maßgeschnitten zu berechnen. Und dabei kann ich Ihnen helfen und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.